Hallo liebe ApeKick-Freunde, wir sind die Blažević-Brüder, ich bin Daniel und ich bin Tom und wir stellen euch heute den dritten Spieltag der A-Verbandsliga vor. Beginnen mit dem Spiel Rahlstedt gegen Quickborn. Was glaubst du, Tom? Ja, ich glaube, das wird ein ganz lockeres 2-0, weil Rahlstedt einfach die stärkere Heimmannschaft ist und das kriegen die hin. Ich glaube ebenfalls, dass es ein lockeres 2-0 wird für Rahlstedt. Zweites Spiel, Concordia gegen Heizenbeck-Rellingen. Ich finde, Concordia ist sehr heimstark und wird das zu Hause souverän machen. Mein Tipp ist 4-0. Was glaubst du? Ja, ich glaube, das wird. Also, ich glaube, Heizenbeck-Rellingen kriegt noch einen reingedrückt. Also, die würden, glaube ich, das 4-1 machen. Drittes Spiel, SVNA gegen Rugenbergen. Wir haben ja selbst gesehen, dass man da schnell unter die Räder kommt. Und mein Tipp ist da 7-1 für SVNA. Ja, also, da bin ich dir. Da stimme ich dir zu, weil SVNA ist eine sehr starke Mannschaft und die machen das auf jeden Fall, das 7-1. Das nächste Spiel ist um 14 Uhr, Elmshorn gegen JTV Hamburger Steinbeck. Ich glaube, das wird ein 0-2 für den aus Steinbeck, weil also wegen Frust noch von dem letzten Spiel, dass wir einfach das nächste Spiel nach vorne gucken und das schaffen wir. Also die Tore wird wahrscheinlich Niki Hoffmann machen, weil das ist auch unsere Torgarantie. Und ich hoffe, dass ich das zweite Tor mache, weil das ist jetzt das dritte Spiel. Und ich hoffe, das kriege ich hin. Geht's weiter mit dem Spiel Alsterthal Langhorn gegen Vorwärts Wacker. Ja, Vorwärts Wacker, immer unangenehmer Gegner, aber vielleicht nicht ganz auswärts stark und deshalb tippen wir beide 1-1. Dann am Sonntag Heusatia gegen BU. Sag du mal was dazu. Ja, also ich glaube, dass Heusatia EMTV, dass die, glaube ich, die bessere Heimmannschaft ist und dass die gewinnen das 3-1. Da kann ich dir zustimmen, das sehe ich genauso. Und das letzte Spiel, Eimsbüttel gegen Düneberg. Düneberg ist aufgestiegen aus der Landesliga. Gute Truppe, aber mein Tipp ist 3-2 für ETV. Ja, da stimme ich dir wirklich auch wirklich zu, weil Düneberg ist ein sehr unangenehmer Gegner. Die kenne ich ja selbst aus dem Pokal. Die geben immer 1000% und ja, ich glaube, das wird ein ganz sehr knappes Spiel. Das war unser Spieltag-Tipp. Ich hoffe, ihr stimmt uns zu.